Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines Chernobyl. Und zwar fehlt uns immer noch Plastik, trotz unseres Ölgebiets, hier in der Kleidungsfabrik. Wir haben sonst alles. Und hier fehlt uns Glas. Das heißt, wir brauchen hier auch noch unser, im Sheffield-Sektor, wie er jetzt momentan noch heißt, bräuchten wir tatsächlich noch sowas Ähnliches wie ein Erzgebiet. So, dann müssen wir irgendwie hier die Straßen anschließen. Wenn wir das hier zurück machen, dann haben wir hier so ein S, in dem die Straßen laufen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und wenn wir die hier anbinden, dann haben wir zwar hier... Und ich glaube... Weiß nicht, ob das geht. Dann haben wir hier zwar... den Müll angebunden. Können wir hier vielleicht gleich noch einen Güterbahnhof bauen? Wo haben wir die? Hier. So. Für die Erzsachen. Und dann schließen wir den genauso hier an. Wie den anderen da. Hoffentlich reicht das. Aber ansonsten können wir hier vielleicht die beiden noch verbinden. Nur für den Fall. Okay. Dann haben wir das. Hoffentlich wird diese Straße mit dem Verkehrsaufkommen fertig hier. Was wir hier sonst machen können, ist, wir nehmen diese Industriestraße. Zack. Und bauen hier ja könnte klappen. Können wir das hier untertunneln? Dann könnten wir hier vielleicht noch anschließen. Könnten wir, wenn wir diese Zugkreuzung hier. Eieiei. Das sieht alles nicht besser aus als vorher. Wenn wir die hier so ein bisschen Platz sparen, da rein. So vielleicht. Dann können wir hier vielleicht noch einen Tunnel bauen. Geht das? Will er? Na. Nee, will er nicht. Ist die Frage, muss das hier eigentlich so laufen oder können wir nicht hier das so machen? Das nicht vielleicht besser? So. So. Dann laufen die nämlich auch zusammen. Und zwar finden wir das, glaube ich, gut. So, Erz. Das Hauptgebäude kommt hier hin. Am Bahnhof, ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Darum kommt das Hauptgebäude hier hin. Zack. Kleine Erzmine, Sandspeicher, Erzschleifmühle. Okay. Kleine Erzmine. Sandspeicher tun wir hier hin. So. Erzschleifmühle tun wir hier hin. So, und... Ach, das ist wieder ein Sandspeicher, okay. Abbaugebiete tun wir hier hin. So. Und dann drücken wir die Daumen, dass das hier funktioniert und dass wir überhaupt genügend Leute haben, die hier arbeiten wollen.
aber wir haben ja gerade das neue Wohngebiet gebaut, was noch nicht so richtig angenommen wurde hier. Warum sind die nicht gebildet genug? Ich verstehe das nicht. Ich habe hier High School, ich habe hier Elementary und hier haben wir die Universität. Allerdings könnten wir hier vielleicht für ein bisschen mehr Kapazität sorgen. Vielleicht hilft das schon. So. So. Cool. Ja. Das ist witzig. Die haben angeblich nicht genug Arbeitskräfte, aber wir brauchen weiter Gewerbegebiete, obwohl die hier, guckt euch das an, das sieht doch gut aus. Vielleicht sollten wir hier noch ein paar Parkplätze hinbauen. Obwohl das hier sollte bitte eine Vorfahrtsstraße sein, so. So. Keine Ahnung, warum die nicht angenommen werden hier. Nicht genügend gebildete Arbeiter müssten hier eigentlich sein. So, was ist hier? Kein Strom im Erzgebiet. Wieder das alte Stromproblem. Bauen wir hier mal. Da der Strom sowieso ein bisschen knapp wird. So ein bisschen Kraftwerk hin. Vielleicht noch ein Solardingen. Mit Wasserhochpumpen-Speicherdingsbums. So. Fahren die hier rum, das verstehe ich nicht. Die Lager sind doch hier. Oder bringen die das direkt zum... Mal gucken, wo wollt ihr hin? Ach, der will tatsächlich umkehren, okay. Vielleicht sollten wir den Leuten, die umkehren wollen, das ein bisschen einfacher machen, indem wir hier so einen Wendering hinbauen. Zack. Was zur Hölle? Ich verstehe das nicht. Oh, Feuerwehr sollten wir hier vielleicht auch hinbauen. Fällt mir gerade mal so auf, wo es brennt. Kleine Feuerwehr reicht vielleicht.
Hier vielleicht, wie wäre das? Sehr schön. Ich meine, das hat schon was irgendwie, oder? Das neue moderne Lütchenholm. Da machen wir gleich einen Screenshot. Ja. So. Meine Fresse, guckt euch die ganzen Fährschiffe an hier. Normalbetrieb, okay. Der Fahrradweg wird mittlerweile gut benutzt. Das ist schön. Weil jeder Bürger, der auf dem Fahrrad ist, ist einer weniger, der im Auto im Stau steht. Selten Fahrradstau gesehen hier. Ja, das ist alles nicht so authentisch hier. Was ist hier mit? Warum ist hier ein verwaistes Stück Stromkabel im Wasser? Muss ich das verstehen? Nee. So, gucken wir mal, wann wir hier upgraden können. 100, also Arbeiter haben wir schon genug. Wir brauchen jetzt 500 mehr von den Rohstoffen. Müssen gehandelt werden hier. Warum fahrt ihr hier durch? Wo wollt ihr hin? Ich will wissen, wo ihr hin wollt. Also der will tatsächlich hier umkehren. Okay. Aber was mit euch? Wo willst du hin? Der will hier durch, dahin. Was zur Hölle? Was soll die Scheiße? Der will hier wieder zurück. Warum? I don't get it. What is that? Aber es hat zu einem geführt, und zwar brauchen wir ein neues Wohngebiet. Ist die Frage, wo wir das hinsetzen. Ich meine, wir haben jetzt hier direkt die ganzen Industriegebiete, also könnte man hier eigentlich relativ gut so ein Wohngebiet für die ganzen Arbeiter hinbauen. Ne? Ist die Frage, wie wir das an die Straßen anbinden und ob wir hier vielleicht dann endlich mal einen U-Bahnhof hinbauen von den neuen U-Bahnhöfen. Machen wir hier mal eine Brücke drüber und hier mal einen Tunnel drunter. Ist hier irgendwo ein Kreisverkehr, wo ich andocken kann in der Nähe? Nicht wirklich, aber ich kann hier. Nee, das macht ja irgendwie wenig Sinn. Ich wollte ja hier anschließen eigentlich. Wollte ich ja eigentlich. So. Ach, das sieht alles kacke aus. Meine Fresse, sieht das kacke aus. So, okay. Gut, 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 gut. So, hier können wir mal einen Kreisverkehr hinbauen. Das Kreisverkehr ist immer gut. So. 10.
10, okay. Jemmel, waren das wirklich 10? Waren eher 11, ne? Gucken wir mal. So. Sehr schön. Da brauchen wir den Fahrradweg. Ja, sehr gut. Zack, zack. Zack, zack. Das ist schon mal nicht schlecht. Wo können wir den anbinden hier? Wir können hier auf jeden Fall. Dann machen wir hier unseren Tunnel, wie wir das wollten. Den wir an. Ach Gott. So, den wir hier ran binden. Zock. So. Dann brauchen wir unseren Bahnhof. Das machen wir als erstes, damit der auch wirklich Platz hat diesmal. So, brauchen wir unterirdischen Umgehungsbahnhof. Umgehungs-U-Bahnhof. Zwei Bahnsteige und zwei Gleise für Expresszüge ohne Halt. Brauchen wir nicht. Vier Bahnsteige, zwei oben und zwei unten. Wir brauchen eigentlich, glaube ich, nur den kleinen. Hat zwei Bahnsteige, einen oben und einen unten. Das sieht gut aus. Zack. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier das ist der untere Bahnsteig, ne? Ja. So. Kein Bau auf Wasser möglich. Was soll das denn? Komme ich da jetzt gar nicht durch oder was? Scheinbar nicht. Das geht. Okay. So, dann machen wir hier nochmal da in die Richtung ein. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Und hier, der geht natürlich hier längs. So. Zwei Gleise oben. Ich sehe ja gar keine Gleise, naja. So, und den haben wir. Fangen wir hiermit mal an. Oh, Sheffield Abbau, wir haben neue Erzgebiete, sehr gut. Okay.
natürlich zum Hafen. Und hierhin. Und hierhin. Und hierhin und wieder zurück. Hier auch nochmal. Und meine Güte, ist das. Zack. So. Jetzt haben wir hier zwei Strecken. Das ist schon mal nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus hier. Wir brauchen Wasser und Strom hier. Okay, wir könnten hier zum Beispiel ein paar Solarpaneele mit Parkplätzen hinstellen. Dann hätten wir hier erstens Strom und zweitens könnten hier Leute parken. Dann bauen wir hier eine Einbahnstraße drumherum. An der wir dann noch mehr von den Solarparkplätzen ranbauen können. Dann haben wir hier schon mal genug Strom. Erstmal. So, dann könnte man hier vielleicht Dann kann man hier ein paar Parks noch reinsetzen. Dann haben wir hier die Mitte relativ gut. Das passt hier alles nicht rein, aber hier könnte man noch ein paar mehr Parkplätze reinsetzen. Zack. Das ist hier mit. So, Parkplätze. Hier vielleicht so eine Kirche hin. Einen japanischen Biergarten, warum nicht? Was ist das hier? So, alte Markthalle, zack. So, eine Kirche vielleicht noch. Ach, da haben wir schon eine. Okay, aber das ist hier so eine bisschen hiesigere. Jetzt haben wir hier noch so Mausoleum. Weiß nicht. Hier so ein Gemeinschaftsgarten. Passt der hier rein? Scheint nicht so. Scheint hier nicht reinzupassen. Ja, nee, schade. Dann würde ich sagen, machen wir den Rest hier
mit Bäumen voll. Nicht so, nicht so. Hier mit einem etwas größeren Pinsel. So. Zack, dann brauchen wir nicht jeden Baum einzeln machen. So, haben wir das hier zumindest schon mal. Dann fangen wir mal an mit den Schulen und dem Krankenhaus und diesen ganzen Sachen. So, hier sind die Kirchen. Können wir gleich ein Krematorium hier hinbauen. Altes Hospital hier hin. Zack. Das ist jetzt natürlich eine Hauptstraße. Ne? Das ist ja eigentlich wieder genau das, was wir nicht machen wollen. Also der ist... Warte mal. Nee. Wir machen das ganz anders. Wir nehmen das Krematorium und packen das hier hin. Dann nehmen wir den und packen den so, dass er an diese Straße führt, so dass wir dann quasi nicht direkt den Verkehr in die Hauptstraße füttern, sondern die Krankenwagen dann von hier kommen und dann in die Hauptstraße gehen. Und dann nehmen wir das Krematorium wieder und packen das hier hin. Zack. Genauso, dass die Straßen hier längs gehen. So, die Schulen können wir auf die andere Seite packen. Und zwar nehmen wir da dann auch die... hier. Die in hier frühindustriell aussehenden Stadtschulen, die größeren. So, weil das besser aussieht. Guti. Das ist alles immer noch an Einbahnstraßen. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. So. Okay, so viel haben wir dazu. Packen wir hier jetzt gleich Wohngebiete rein oder wie machen wir das? Ich meine, hier könnte ich noch Landwirtschaft hin tun, aber wir haben ja das große Landwirtschaftsgebiet hier mit 5 Sternen, das reicht eigentlich. Was ist hier los? Nicht genügend Arbeiter, da geht es nämlich los. Aber die sollen ja dann hier einziehen. Okay. Wie machen wir den Rest hier? Naja, Polizei und Feuerwehr brauchen wir noch. Kommen wir leider nicht drum rum in diesem Spiel. Zack. Und Feuerwehr. Nehmen wir die. Zack. Und brauchen wir sonst noch was? THW oder so? Technisches Hilfswerk. Zack. Gut. Oh ja, dann brauchen wir hier natürlich auch wieder eine Müllanlage. Müllverarbeitungsanlage. Die können wir da fast doch hier... Na ja. Müssen wir hier eine Straße bauen. Dann bauen wir hier wieder so eine große Müllgeschichte hin. Zack. Die kann dann nämlich auch gleich für das Industriegebiet, das benachbarte, gelten. Und dann könnte man hier unten, wo die Müllbelastung noch zu groß ist, um ein gutes Wohngebiet hinzupacken, kann man hier noch so ein bisschen Gewerbegebiet hintun. Zack, auch wieder mit Fußgängerzone. Diesmal nehmen wir aber die Gravel Road hier. Zack. So.
Und hier machen wir ein niedriges. Ein Gewerbegebiet mit niedriger Dichte hin fertig. So, wir haben noch Wasser, das ist gut. Und jetzt müssen wir uns langsam, also hier können wir mit hoher Dichte hin tun, weil hier ist sowieso zu viel los. Zack. Können wir hier das alles reinmachen und die Wohngebiete selber, was wir. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde, wir sind noch überhaupt gar nicht fertig hier. Naja, macht nichts. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt City Skylines Turnable. Wenn wir dann dieses Wohngebiet hier fertigstellen. Wie immer gilt, like das Video, schreibt einen Kommentar, was auch immer. Und sagt euren Freunden, wenn ihr findet, dass ich unterhaltsam bin, dass sie sich diese Videos auch angucken sollen und vielleicht den YouTube-Kanal abonnieren sollen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.